Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu dem Rail Champion Spotlight. Na, und Rail oder Rel oder Rel generell ist eine Iron Maiden. Es ist die Reiterin, Leute. Wir haben einen Champion endlich in der Kluft, der ein Pferd besitzt. Ja, und dieser Champion ist vergleichsweise sehr, sehr stumpf von Natur. Aber hier hat man natürlich für Pferdeliebhaber auf jeden Fall den richtigen Champion. I guess. Bevor wir zu den Fähigkeiten kommen, schauen wir natürlich mal ganz kurz auf die Base Stats. Denn mit diesem Pferd ist etwas nicht richtig. Das heißt, die Standardwerte wie HP und HP pro Level entsprechen so ein bisschen dem Tank. Aber sie hat massiv verlangsamte Attack Speed. Und vor allen Dingen hat sie zwei Modi, die natürlich die Laufgeschwindigkeit so ein bisschen beeinflussen. Das heißt, im Kopf hat man ja normalerweise Pferde, sind schnell. Ja, wer kennt es ja von Hegarim? Hier ist das so ein bisschen anders. Beginnen wir also mit der Passive. Diese lautet Break the Mold und sorgt dafür, dass deine Auto-Attacks erstens deutlich verlangsamter sind. Na, du hast eine krasse Lanze, da ist jetzt nicht viel Attack-Speed drin. Dafür bist du aber in der Lage, Bonusschaden anzurichten und Rüstung und Magieresistenz zu stehlen. Das Ganze witzigerweise nicht nur von Champions, sondern auch von Vasallen. Und gestörterweise ist es eine Passive, die sich auch refresht. Das bedeutet, wenn ihr einen Champion angreift und dessen Magieresistenz klaut, oder und Armor natürlich. Dann richtet ihr nicht nur Bonusschaden an, sondern könnt auch andere Champions währenddessen angreifen und sorgt dafür, dass dieser Debuff auf dem Gegner bleibt und ihr natürlich die gestohlenen Armor und MR-Werte behaltet. Solange ihr offensichtlich fightet, beziehungsweise Auto-Attacks macht, die aber, wie bereits erwähnt, relativ selten rauskommen. Na, es ist nicht viel Angriffsgeschwindigkeit im Haus. Grundgerüst besteht aber darin, dass man natürlich anscheinend sehr, sehr tanky wird und andere so ein bisschen antrundelt, ne? Ein bisschen schwächer macht. Keine schlechte Grundidee schon mal. Kommen wir zu ihrem Q. Hierbei setzt sie ihre Lanze ein und sticht volle Hütte nach vorne. Hierbei werden verschiedene Dinge auch getan. Na, das ist kein einfaches Q, sondern es passieren Sachen. Wir sind ja in der Preseason. Und das bedeutet, erstens ist der Base-Schaden davon relativ niedrig, außer für das erste Ziel. Das erste Ziel, das getroffen wird, erhält einen recht sahnigen Wert. Und die Passive wird ebenfalls übertragen. Das erste Ziel bekommt seine Werte gestohlen. Interessant ist aber hier, dass diese Fähigkeit ein Shieldbreaker ist. Der Cooldown davon kann auf bis zu 5 Sekunden runtergehen. Na, mit entsprechender Ability Haste sind wir da vielleicht so bei 4 oder 3. Na, und das sorgt natürlich dafür, dass man wirklich regelmäßig den Gegner entsprechende Werte klaut und Shield bricht. Was sehr nützlich ist, wenn man bedenkt, dass natürlich ADCs auch die ein oder anderen Shield Mechanics oder Barrier mitnehmen. Interessant wird das Ganze, wenn man die Q-Fähigkeit mit dem E verbindet. Zu dem Spell kommen wir auch gleich. Sollte allerdings eine Verbindung bestehen, dann steht ihr Missing Health wieder her. Das Ganze ist natürlich davon abhängig, wie viele Gegner ihr trefft, sorgt aber dafür, dass ihr und euer Verbündeter geheilt wird. Dieser Champion ist also nicht nur tanky ohne Ende über die Passive, sondern alleine mit der Q-E-Kombo stellt ihr ziemlich viel Missing Health wieder her. Das ist doch mal ein solider Q-Spell. Damit wagen wir jetzt auch den Skip nach vorne und kommen sofort zum E-Spell. Hier bezahlt man vergleichsweise wenig Mana, hat aber einen hohen Cooldown und kann sich mit einem Verbündeten connecten. Stellt euch das vor wie ein frühes Knights Vow. Die Verbindung sorgt dafür, dass erstmal Magieresistenz und Armor übertragen werden. Na, das Ganze 10%, das heißt, je mehr ihr stackt, desto kräftiger ist quasi auch euer ADC in dem Normalfall. Es besteht aber nur die Möglichkeit, diese Verbindung zu nutzen. Das heißt, ihr seht ja, dass hier so ein Strahl dazwischen ist. Der ist jetzt natürlich bei diesen Puppen etwas undynamisch. Die Idee soll aber sein, dass ihr diese Fähigkeit zurückschnipsen lassen könnt und somit den Gegner betäubt. Stellt euch das so ein bisschen wie bei Pike vor, nur dass ihr noch einen gewissen Radius um euch drumherum habt. Der Base-Schaden davon geht auf bis zu 240 hoch mit einem schlechten Scaling, aber 240 ist sahnig. Allerdings steht wieder nicht da, wie lange es betäubt wird. Also es ist nur eine kurze Betäubung, es ist aber grundsätzlich CC erstmal im Haus. Und das natürlich AOE-mäßig betrachtet. Grundsätzlich also nicht schlecht. Ihr könnt die Ziele aber nicht großartig spontan neu wählen. Also vor dem Fight kann man mal so eine Reconnection wagen. Wahrscheinlich werdet ihr aber immer beim schwächsten bzw. beim DPS-Champion bleiben. Und dann natürlich die Möglichkeit zu haben, Ziele zu betäuben bzw. auch für euren Teammate zu peelen, obwohl ihr gar nicht da seid. Das heißt, die Kettenlänge ist schon sahnig. Also das bricht erst sehr, sehr spät. Schön, kommen wir nun zum W-Spell. Guckt euch das an. Das ist ein W-Spell, Leute, in der Preseason. Ja, ihr merkt schon, da ist ein bisschen was dabei. Das heißt, zum einen hat man natürlich als Pferd trotzdem Vorteile, man hat etwas mehr Movement Speed als andere. Das heißt, 5 bis 10 Bonus Movement Speed ist erstmal da. Kommen wir nun zur ersten Aktiven dieses Spells.
Die erste Aktive besteht nämlich darin, dass sich die gute Rel von ihrem Pferd verabschiedet und sich Mili in den Kampf stürzt. Das Ganze geht relativ langsam, damit ist sie aber in der Lage, viele Gegner vor sich zu betäuben. Diesmal steht es auch da, das ist eine Sekunde, beziehungsweise ist ein Knock-up, aber sie werden sie sieht. Der Schaden davon ist auch okay, na, so bei 210 mit einem schlechten Scaling. Im Prinzip sind das alles so Leona-Werte, müsst ihr euch vorstellen. Aber sie bekommt einen Shield, der auch abhängig vom Leben ist. Das bedeutet, sie springt vom Pferd, knockt alle hoch und ist dann in Melee-Form neben dir. So ein kleines bisschen wie Klett kann man sich das sogar vorstellen. Na? Sie springt ab und ist Klett. Leider ist sie aber ein unfassbar schlechter Klett. Das heißt, wenn sie abspringt, kriegt sie wie gesagt den Shield und sie kriegt noch Bonuswerte. Na, nochmal 10% Armor, nochmal 10% Magieresistenz. Sie ist in dieser Form also sehr, 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 sehr tanky. Das heißt, bei ihr sind die Reiterhosen auch aus Stahl. Na, das Ganze sieht auch mega albern aus, finde ich. Aber ihre Base Movement Speed ist nun 250. Und 250 Base Movement Speed, damn, das ist wenig. Also die ist scheiße langsam. Es gibt natürlich Momente, wo man genau weiß, man wird CC und es ist ohnehin genug Stress. Na, und du kannst dich ja mit dem Q auch ganz gut hochheilen. Aber du bist hier erstmal... von dir kann jeder wegrennen. Selbstverständlich besteht aber die Möglichkeit, natürlich wieder aufzusatteln. Ja, sollte man das Ganze aktivieren, muss man so ein bisschen warten. Also die Animation muss schon durchgehen. Und dann erhält man erstmal nicht nur sein Pferd zurück, sondern Bonus Movement Speed. Und diese steigt auch massiv an, solltet ihr euch Gegner nähern. Und wenn ihr dann einen Gegner auto-attackt, dann schleudert ihr ihn nach hinten. Ihr habt also den alten Volibear-Fliegen, könnte man fast schon sagen, am Start. Der Wurf selber ist vergleichsweise kurz und lässt sich definitiv nicht mit Singed vergleichen. Aber man hat noch mehr CC am Start und kann den Gegner nach hinten schleudern. Sieht nicht überragend aus, fühlt sich auch ziemlich clunky an, weil das Remounten etwas unangenehm ist. Schön, und abschließend kommen wir zur Ultimate Magnetic Overload. Und dieser Overload hat mehrere Funktionen. Das bedeutet, einerseits richtet der AOE-Schaden um sich drumherum an. Und ihr seid ein bisschen Skarner. Und zwar diesmal AOE-Skarner. Das heißt, für 2 Sekunden bindet ihr quasi Champions an euch dran und zieht sie zu euch. Was auch bedeutet, dass ihr sie hinterherziehen könnt. Das Ganze geht 2 Sekunden und bleibt auch immer bei 2 Sekunden. Und hier muss ich sagen, es fühlt sich terrible an. Es liest sich sehr, sehr brutal. Das bedeutet, man denkt, man kann 2 Sekunden lang das gesamte Team wegziehen. Aber die Gegner können währenddessen noch vergleichsweise viel machen. Bedeutet, sie sind nicht unterdrückt währenddessen. Und es ist auch eine sehr seltsame Form von CC, weil sie können währenddessen auch Auto-Attacken und Spells machen. Also das ist... ganz, ganz seltsam gecodet. Ich habe das hier mal an dem Udyr getestet, an dem Bot offensichtlich. Und der konnte sich ab und zu auch mal random davon lösen. Also das Ding wirkte nicht so wirklich zu Ende programmiert. Die Grundidee natürlich not bad. Das bedeutet, sie ist in der Lage, verschiedene Spell-Kombos rauszubringen und sich in den Fight reinzustürzen. Dann die Ultimate zu aktivieren, um möglichst viele zu sich zu ziehen, sorgt natürlich dafür, dass man nicht nur den E-Spell gut trifft, also diese Pike-Betäubung, will ich mal sagen, sondern mit dem Q auch sehr viel Missing Health wiederherstellt, was natürlich garantiert ist. Denn denkt daran, die Ultimate dislocated euch nur, aber ihr könnt noch alles machen. Das heißt, die meisten werden sich wehren. Ne? Und damit seid ihr in der Lage, mit dem Q viel Leben wiederherzustellen. Das heißt, die Grundidee liest sich nicht schlecht. Ich denke, Skarner-artig wird man damit nicht wirklich spielen können, weil es wirkt so, als wenn man sich da wirklich mit viel Rechtsklick, sage ich mal, irgendwie noch befreien könnte. Ne? Wir sind jetzt hier natürlich noch auf dem PPE, da kann noch einiges passieren. Die Grundidee klingt aber crazy. Weil dieser Champion natürlich dafür sorgen kann, dass eine Combo noch besser funktioniert. Ne? Das heißt, man zieht Gegner zu sich ran und bereitet quasi eine Malphite, ein Ult vor oder eine Shockwave oder eine DMF-Ult, was auch immer. Ja, also das könnte sehr krasses Combo-Potenzial sein. Allgemein kann ich auf jeden Fall sagen, dass dieser Champion auf jeden Fall etwas Neues ist. Er hat sehr stumpfe Mechanics, wird wahrscheinlich auf der Support-Position gut gespielt werden. Vielleicht noch auf der Top-Lane, weil das Sustain übers Q not bad ist. Und natürlich die Möglichkeit, Stats zu klauen. Und die Verbindung übers E kommt dann quasi mit dem Jungler. Ja, das sind so die beiden Positionen, die ich vorgeschlagen hätte. Und er wirkt... okay, es ist weder überragend stumpf, noch ist es ein sehr komplexer Champion. Es ist wirklich eine solide Reiterin. Punkt. Rael könnte mal seit langem ein relativ normaler Champion sein. Mit der Hoffnung natürlich, dass die Ultimate gut funktioniert. Die wirkt hier noch ein bisschen schwierig. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.